Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 76. Ja, als wir gerade auf dem Weg waren, um Polly einen neuen Körper zu besorgen, sind wir am Camp McClintock vorbeigekommen und dort hat direkt eine neue Quest gestartet, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Schauen wir mal, wo Camp McClintock liegt. Es liegt genau auf der Hälfte zwischen dem Wayward, welches hier oben ist, und der Stadt, wo der Körper von Polly gefunden werden soll, hier in dem Bereich. So, und genau hier ist Camp McClintock. Gut, gucken wir einfach mal, was es hier zu absolvieren geht, damit wir dann demnächst, wie es aussieht, Soldaten sein werden. Yay! Endlich wieder Staatsbürger in Uniform. Wer magst du wohl sein, Gatze? Falls Sie nicht verschrottet werden wollen, schlage ich vor, dass Sie sich im Verwaltungsgebäude beim Master Sergeant melden. Aufseher-Logbuch McClintock. Aufseher-Logbuch Camp McClintock. Vielleicht drehe ich langsam durch, aber es war schön, die Uniform anzuziehen und mit ein paar Roboterausbildern so zu tun, als ob. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Dinge über das Schießen gelernt. Jetzt, da ich in der Army bin, lautet da mein offizieller Titel Aufseherin Private oder Private Aufseherin. Mal sehen, ob ich ein paar automatische Identifikationssysteme täuschen kann. Kamerad? Tja, was haben wir denn hier? Was in drei Teufelsnamen? Sie tragen keine Uniform, Kadett? Und Sie haben keinen Uniformgutschein? Sie werden mit Helm und Kampfanzug der Army oder überhaupt nicht zurückkehren. Okay, was haben wir hier? Kronkorken sind immer gut. Herald unterstützt. Brauchen wir jetzt alles nicht. Uniformsgutschein. Name Jackson Lawrence, Kaserne Alpha. Gutschein abgeholt, Uniform ausgegeben. Name Archibald Derrick, Kaserne Bravo. Gutschein verloren, Uniform an Ausgabestelle zurückgegeben. Hinweis, Kadett wurde losgeschickt, um Gutschein aus der Kaserne zu holen. Miller, Lean, Bravo, Gutschein abgeholt, ausgegeben. Wie geht's weiter? Ende der Liste. Da ist er. Halt! Das ist unbefugtes Betreten, glaube ich. Was bist du denn für einer? Donnerwetter, ein Zivilist! Das ist Armeegelände. Also, warte mal. Bist du Soldat? Ein echter Soldat? Du kommst aber da drauf, so Junge. Stimmt, Kamerad. Ich habe mehr Kämpfe gesehen, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Wow, unglaublich, dass... Ich meine, Private Cray meldet sich zum Dienst, Sir. Wie lautet mein erster Auftrag? Ich weiß, dass ich bereit bin. Willst du das? Nun, 20 Liegestütze. Sofort, zack, zack. Oh, das kenne ich, aber... Na, diskutier nicht, 20 Liegestütze! Nach der ganzen Ausbildung bin ich echt platt. Alter, du willst Soldat das sein? Das sieht ja doch ganz schön schwer. Okay. Beantworte mir ein paar Fragen, Rekrut. Okay. Welche Frage genau? Wie ist die Lage in Camp McClintock? Das Lager ist im 1A-Zustand, Sir. Oho. Also, die wichtigen Teile. Aha. Wir haben Uniformen, Waffen und Munition. Und es gibt den Trainingsparcours. Es funktioniert. Ich hab's geschafft. Fast. Okay, ein bisschen. Aber es ist automatisiert und läuft. Man kann laufen, springen und schießen. Wie man Ladehemmung behebt, lernt man da aber nicht. Vor allem ist es sicher. Im Gegensatz zu draußen. Und du willst Soldat sein? Keine weiteren Fragen, Rekrut. Wegtreten. Was ist mit Befehlen? Irgendwelche?
Ja, ich befehle dir auszurücken. Ins Ödland, Rekrut. Wird ge... meinst du das ernst? Ich soll wirklich kämpfen? Ich hatte nicht... Naja, ich muss für Sarge... Ich hab Latrinendienst und ich muss diesen Befehl ignorieren, da sonst... naja... Du weißt schon. Okay, weggetreten, verstanden. Lusche. Ich halte die Stellung. Im Lager. Oder so, Sir. Joe Quay, und du willst ein Soldat sein? Uniform ausgegeben. So, schmutzige Armee-Uniform, schmutziger Armee-Helm. Gucken wir uns mal an. Hauptsache die Gasmaske sitzt. Der Rest ist unwichtig. Okay. Dankeschön. Hallo, alles unter Kontrolle. Sarge und mir geht's gut. Ja, das ist schön. Erstmal ein Trinken auf den Schluck. So. Master Sergeant. Genau das will ich sehen. In Schale geworfen und bereit für Ihr Land zu sterben. Es gibt 3 Trainingsübungen, die Sie absolvieren müssen. Treffsicherheit, Beweglichkeit und Patriotismus. Wie alles im großartigen Appalachia sind unsere Parcours automatisiert. Überschätzte Säugetiere wie Sie können also nach Belieben antreten. Wenn Sie die Parcours zu meiner Zufriedenheit abschließen, geht es weiter mit dem richtigen Test. Wegtreten! Aye, aye, Sir. Das sieht mir ganz nach einem Schießstand aus. Es ist ein Schießstand. Benötigte Zeit maximal 30... Ach nee, wenn Sie das Signal erhalten, schießen Sie so schnell wie möglich auf alle Ziele. Benötigte Zeit maximal 30 Sekunden. Hinweis, alle Kadetten müssen sich vor dem Beginn des Trainings beim Master Sergeant im Verwaltungsgebäude melden. Kurs starten. Also gut, Made. Es wird Zeit, die Ziele schnellstmöglich auszuschalten. Und wagen Sie es ja nicht, sich auf meinem Parcours eine Wunde einzufangen. Sonst sorge ich persönlich dafür, dass Sie sich wünschen, sie wäre tödlich gewesen. Gut. Nur noch 2 Aufgaben. Schwingen Sie die Hufe und setzen Sie sich in Bewegung. Was ich an der Waffe nicht kann, kann ich mit dem Vorschlagshammer schaffen. Der nächste Parcours. Patriotismus. Jimmy, Toffer und Jian Jun wurden bezichtigt, kollektives Handeln zu unterstützen. Die Einstiegsdroge zum Kommunismus. Sprechen Sie mit den mutmaßlichen Verrätern, durchsuchen Sie ihr Zimmer und finden Sie Hinweise, um den Kommunisten in Spe zu entlarven. Um zu bestehen, sammeln Sie Beweise dafür, bei welchem Jungen es sich um einen zukünftigen Kommunisten handelt. Hinweis, alle Kadetten müssen sich vor dem Beginn des Trainings beim Master Sergeant im Verwaltungsgebäude melden. Kurs starten. Die Fähigkeit, einen Kommunisten aufzuspüren, könnte für Sie und Ihre Familie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Verhören Sie die 3 Personen und durchsuchen Sie Ihre Quartiere. Wenn Sie die Hinweise auf den Roten gefunden haben, kehren Sie zum Terminal zurück und bringen Sie Ihre Beschuldigung vor. Okay,
Jianjun. Hier ist es ganz anders als in San Francisco. Die Winter sind ziemlich kalt. Und? In diesem Land konnte meine Familie neu anfangen. Eines Tages werde ich ein eigenes Auto haben. Oder zwei. Gibt es sonst noch was? Sir oder Ma'am? Ich liebe Amerika. Irgendwelche Dinge zum Lesen? Irgendwas Wichtiges? Gut, das war Jianjun gewesen. Jetzt dieses Zimmer. Woher bist du hier? Jimmy! Mein Lieblingsfeiertag? Na, das ist auf jeden Fall der 4. Juli. Ja, mein Papa ist in der Gewerkschaft. Warum fragen Sie? Okay, Gewerkschaftssohn. Mein Terminal leistet mir Gesellschaft, während Papa unter Tage ist. Ich brauchte ein neues Passwort, also habe ich die Initialen von jemandem genommen, den ich sehr bewundere. Kann ich jetzt gehen? Ich liebe Amerika. Hört sich alles an, als ob das alles in der Ära Trump geschehen wurde. Jimmys Tagebuch, 2. Mai. Liebes Tagebuch, heute haben wir in der Schule Franklin Delano Roosevelt durchgenommen, oder FDR, wie ihn seine Kumpanen vermutlich nennen würden. Er hat so viel getan, um den Menschen dieses Landes zu helfen, als die Zeiten schlecht waren. Er hat versucht, den Alltag der... Na, ist ja auch unwichtig, also FDR. Heute in der Schule. Mr. Brown hat heute bei einem Chemieexperiment in der Schule einen komischen silbrigen Stein angezündet. Er hat sich direkt durch Jian Juns Tisch gebrannt. Mann, das war echt cool. Später gab es einen Test, bei dem ich nicht so gut abgeschnitten habe, weil mein Magen so sehr knurrte. Aha, ich wünschte, wir könnten frühstücken, so wie das andere Familien machen, aber Papa meinte, wir hätten nicht genug Geld. Nach dem Unterricht wollte Mr. Brown, dass ich noch bleibe. Er hat mich gefragt, ob ich was gegessen hätte. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er gab mir was von seinem Sandwich ab. Er meinte, Leute wie wir, die Arbeiterklasse, müssten aufeinander aufpassen. Aha, morgen soll ich nach dem Unterricht nochmal zu ihm kommen. Dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Das hört sich an wie der Weg in den Kommunismus. Ich habe im Wald was zu essen gesucht, bevor Papa nach Hause kam, als ich diese große Kreatur sah. Sie war ganz bleich und hatte total viele Muskeln und keinen Kopf. Ich habe sie Morton genannt, aber sie wollte nicht kommen, als ich sie gerufen habe. Sie lief einfach weg. Ich rannte hinterher, aber sie war schneller. Wo findet Morton wohl so viel Essen, um so groß zu werden? Papa hat die letzten Tage wie verrückt gehustet, aber sein Chef im Bergwerk sagt, dass er trotzdem arbeiten muss. Ich mache mir echt Sorgen um ihn. Mitchell sagt, seinem Papa geht es genauso. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich trommle heute meine Freunde zusammen, damit wir unsere Väter gemeinsam dazu bringen können, einen Tag freizunehmen. Und vielleicht sogar den Tag darauf. Und den Tag darauf auch noch. Wir werden diesen Bergwerksbossen zeigen, dass sie uns nicht herumschubsen können. Ihre Arbeiter sind schließlich keine Figuren in ihrem kapitalistischen Plan. Wir werden einen Streik organisieren. Ja, da brauchen wir gar nicht weiterzugehen. Das hier ist unser Kommunist in Spee. Was hat er ausgedruckt? Jimmy. Beeindruckende Arbeit, Kadett. Wir lassen Sie die Roten schneller in Ketten legen, als Sie bis sind, das Ketten schreien können. Sie müssen nur noch einen Parcours bewältigen. Ausrücken. Ja, das ging ja einfacher als erwartet. Aber ich meine, der Text war ja auch offensichtlich. Ah, jetzt kommt der Beweglichkeitsparcours. Reinigt das Wasser.
Wenn Sie das Signal erhalten, überwinden Sie die Hindernisse und aktivieren Sie alle vorhandenen Tasten. Um den Parcours zu absolvieren, müssen Sie sämtliche Hindernisse meistern. Benötigte Zeit maximal 2 Minuten. Hinweis, alle Kadetten, das kennen wir schon. Holen Sie die Tanzschuhe raus, Hauptsack. Sie betreten meinen Beweglichkeitsparcours. Sie müssen jedes vorgesehene Hindernis so schnell überwinden, wie Ihre Füße Sie tragen können. Bereit machen! Und los! 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, Nummer 1. Wir haben immer noch 1 Minute. Ganz ruhig, in der Ruhe liegt die Kraft. Mr. Gazzi. Gute Arbeit. Jetzt nicht schlapp machen. Gute Arbeit. Und zackig weiter. Okay, da muss ich erstmal herzhaft lachen. So, Einsatzparcours. Ich komme! Warnung! Wir empfehlen den Kadetten, dieses Training nur unter der Aufsicht durchzuführen. Dieser Kurs wurde entwickelt, um Kadetten mit Hilfe verblüffend genauer mechanischer Darstellungen auf eine kommunistische Invasion vorzubereiten. Für Bestehen erforderlich Ausschaltung der kommunistischen Bedrohungen. Hinweis: Vor dem Durchführen des Trainings müssen die Kadetten die Training der Treffsicherheit, Beweglichkeit und Patriotismus abgeschlossen haben. Kurs starten. Okay, jetzt kommt ein Wedge-Sturm, genau passend. Rechts scheint sich einer zu bewegen. Da. Beginne Angriff auf feindliches Ziel. Anything else? Ist da noch jemand? Tja, dann machen Sie sich lieber mal bereit. Sie kriegen noch mehr kommunistisch veranlagte Gesellschaft. Zwei, eins, los geht's! Jungs und Mädels, ein paar neue Bolschewiki.
Hier ist keiner. Alles klar. Bedrohung der Einheit der Partei entdeckt. Gerade. Baseball! Aber ich bin doch gar nicht verletzt. Das sind die letzten Kadetten. Lassen Sie sie in allen Farben der Flagge bluten. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Gut, dass man die schon von Weitem trampeln hört. Sonst noch jemand? Da wachs mir doch einer mein Chassis. Das war eine verdammt gute Leistung, meine Damen und Herren. Eine verdammt gute. Falls das die letzte Trainingsübung war, haben Sie sich umgehend bei mir zu melden, damit wir Ihre Abschlusspapiere fertigstellen können. Wegtreten! Sieh mal einer an. Meine Sensoren sagen mir, dass Sie nicht mal ansatzweise so tot sind, wie ich es erwartet hatte. Beeindruckend, Kadett. Oder sollte ich sagen, Private. Sie gehören nun offiziell zur United States Army. Ziehen Sie los und erfüllen Sie uns mit Stolz, Soldat. Sie dürfen wegtreten. Juhu, wir sind jetzt offiziell Soldaten. So. Ja, Freunde, ich sehe mal wieder, das Licht ist aus. Machen wir es kurz an. So, zing, jetzt seht ihr mich auch wieder. Schön. Auf jeden Fall sind wir jetzt Soldaten der United States of America in Fallout 76. So, fangen, weggetreten, Kameraden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.